Moin Klaus und hallo YouTube. Du hast dich interessiert für unsere kleinen Taschenmesser-Empfehlungen unter 100 Euro, über 100 Euro und über 500. Erstmal, ich habe keine Messer über 100 Euro, aber ich sag erstmal, was ich habe und anschließend wechsle ich dann zum Bildschirm. Als Referenz lege ich hier ein Opinel Nummer 8 hin. Und ein Lineal, das bei der 10 cm Markierung auf dieser schwarzen Linie hier liegt. Das hat 8 cm. Ich würde es als normal groß und noch nicht als klein bezeichnen. Entsprechend dann hier ein Udo Poco mit RWL 34 Stahl. Das kommt mit dieser Kydex-Scheide als Neckknife konzipiert, aber ich trage es auch durchaus je nach Taschengröße mal als Fixed Pocket Knife. Aber dieses kleine Mini Udo Poco quasi mit Ganzstahlkonstruktion und Udos Instant Mekata drauf, das passt wirklich in jede Jeans-Tasche. Da du aber Serienmesser von uns in der Aufgabenstellung gefordert hast, lege ich jetzt mal noch das hin. Das kommt mit dieser Kydex hier. Und was es wirklich ganz toll angenehm macht, ist, dass dieses Messer absolut nicht aufträgt. Also das macht es als ein gutes Neckknife unterm T-Shirt, aber eben auch in der Gesäßtasche einer Jeans. Da du dich hauptsächlich natürlich für Folder interessierst, lege ich jetzt nochmal dieses Cuscadi Sword Friction Folder Messer hin. Ich bin ein begeisterter Fan von Friction Foldern, weil sie so eine sehr einfache Mechanik haben. Während die Small Pick Fixed Knives eben keine Mechanik haben, die auch nicht kaputt gehen kann, sind Friction Folder eben auch meiner Meinung nach empfehlenswert, wenn es um die Robustheit angeht. Ich habe damit sogar schon daumendicke Ästchen aufgespalten, indem ich das Messer einfach hier an der Angel gehalten habe und dann mit dem Handballen sanft runtergedrückt. Das würde ich mir nicht unbedingt mit jedem Klappmesser zutrauen. Wir kommen gleich noch weiter zu Friction Foldern. In diesem Zusammenhang tue ich einfach mal kommentarlos mein kleines Lepus Buschbeitel hinlegen. Und eigentlich, weil es einer meiner kleinsten, von der Klingengröße her feststehende Messers, was ich sehr gerne habe, das Muela Cobra. In diesem Zusammenhang könnte ich dir mit der Firma Muela das Böker Gnome empfehlen und Muela hat auch ein ähnliches Messer rausgebracht. Also ein ganz kleines 2-3 Finger Messer und das aber nur im Zusammenhang dessen. Nun wechsle ich jetzt zum Bildschirm. Und du wirst dann meine Empfehlungen von da aus hören. Und weiter, da du dich für etwas vielleicht Schlichtes, aber Robustes interessierst, würde ich dir mal Friction Folders von Lepus ans Herz legen. Schau da mal rein. Das sind jetzt zwar keine Serienmesser, er will zwar eine Kleinserie auflegen, aber mit diesen Mekata-Griffen und der Art, wie er seine Messer baut, sind sie sehr robust und sehr schlicht. Hier mal im geöffneten Zustand. Das wäre meine Empfehlung für einen Folder unter 100 Euro und für ein Messer über 100 Euro. Da würde ich dir das Böker Trio empfehlen mit dem CPM Crewwear Stahl auf über 60 Rockwell Härte. Es hat eben auch eine Säge, was es ganz praktisch macht, um mal schnell eine Sollbruchstelle an einem dicken Ast herzustellen. Wenn
wenn man sich ein Hobofeuer machen möchte. Und ein Korkenzieher ist auch bei mir im Leben öfter mal schon ganz wichtig geworden, wenn sonst niemand anders eine Weinflasche öffnen konnte. Und wenn wir bei feststehenden Messern sind, könnte ich dir diese Messer von Messermacher Funke empfehlen. Das sind Integralmesser mit einer sehr flachen Bauweise und einer Steckscheide. Ganz edel, aber die gehen dann schon Richtung 500 Euro. Also ab 330 hat er auf seiner Internetseite stehen. Und so sieht seine Steckscheide aus für dieses Messer. Die Steckscheide hat gleichzeitig entsprechende Löcher, dass man sie auch als Neckknife benutzen kann. Und sie sichert das Messer auch vor dem Rausziehen. Wenn man dann diese obere Lasche zur Seite schiebt, dann kann man das Messer rausziehen.